nicht der letzte Auftrag hier. Was bist denn du? Caitlin ist auch ein Arbeiter, alles klar. Die bringt auch Steine, wie es aussieht. Zehn von zwölf, okay. Holz ist ein bisschen alle. Ein paar Holzschlägerarbeiten zuweisen. Hier in der Siedlung kann kein Baum wachsen, das geht nicht noch. Können wir nicht brauchen. Man kann auch die Felder frühzeitig ernten, ne? Hat aber halt dann den Nachvorteil, dass im Winter halt nichts rauskommt oder im Herbst. Ne? Ah, hier ist unser Bild unterwegs. Ein Kind ist auch unterwegs und läuft hier rum. Ne? Ja, ich hätte mit den Wegen vielleicht ein wenig sparen sollen, aber jetzt ist es auch egal. Ein Kind wurde erwachsen, das ist schon mal gut. Das heißt, wir können ach, wir lassen mal die zwei Arbeiter, sollte jemand wegsterben wieder. 28 Grad, aber Regen noch. Den zwei Arbeitern sollte hier ein wenig was weitergehen. Wo ist unser Bauarbeiter? Ist er das hier? Nur das ist Caitlin, oder? Ja, die hier fleißig Steine herschleppt. Ein Stein noch, dann muss es nur mehr gebaut werden, ne? Hätten uns auf jeden Fall die Häuser noch sparen sollen für den Start, aber gut. Fürs nächste Mal wissen wir's. Fische zwischengelagert, ne? Essen auch hier immer noch dort Wut auf Null, ne? Feuerholz ist 4, okay. Dann lassen wir den erstmal nichts tun. Passt mir gut, mach meinerzeit ein Bild draus. Haben hier einfach immer das Feuerholz ein wenig in den Augen, ne? Lass mir das nicht vergessen. 12 Steine fehlen hier noch. Hier muss nur mehr gebaut werden. Bist du der Baumeister? Der Job ist ein Kind. Nee, ist nicht der Baumeister. Gewandmäßig sind wir natürlich auch schon ein wenig schlecht beieinander, sage ich mal. Ah ja, unser Bauarbeiter werkt. Fleißig am Hämmern. Thank you.
können wir bald einen Jäger einstellen, ne? Hier schaut schon mal sehr grün aus, das finde ich gut, Wir haben auch recht wenig Holz, ne? Ich meine, ja, ich habe jetzt hier viel zum Umholzen zugewiesen, aber das ist, glaube ich, ein unserer Probleme aktuell, ne? Abgesehen davon, dass wir zu wenig Leute haben, ne? Sehr schön, wir können einen Jäger zuweisen. Also drei können wir zuweisen. Na, wir nehmen mal einen. Die Leute sind jetzt alle in Häusern, ne, nachdem alle gestorben sind. Und holen sich hier die Kartoffeln nicht raus, ne? Aber gut. Hier wird abgeerntet, sehr schön. Ja, Stored Food, ne? Es hat kurz aufgeleuchtet und ist sofort wieder weg gewesen. Da bin ich blöd hier. Ich weiß, ich baue schon wieder Straße, ne? Für die nächste Saison auf jeden Fall schon mal ein Kartoffelfeld vorbereiten, ne? Wird sicher kein Nachteil sein. Stopfen wir noch ein Feld her. Wir haben zwar nicht die Leute, dass wir das versorgen können aktuell, ne? Aber ist auch erstmal egal. Es ist schon wieder Anfang Herbst. Und wir haben nicht gerade viel Essen auf Lager, ne? So, wir stellen hier das Limit mal auf 400 für Feuerholz. Sollte der auch wieder anfangen zu werken. Ich glaube, es ist auch so, wenn er hier nicht arbeitet, werkt er bei den anderen Sachen mit, hoffe ich zumindest. 75 Essen haben wir gerade auf Lager, ist nicht viel. Aber ein paar Fische und ein paar Squash und Kartoffeln kommen jetzt schon langsam auch rein. Ein Jäger ist zugewiesen, ne? Holzhacker haben wir jetzt auch wieder am Arbeiten. Jetzt brauchen wir nur einen Haufen Holz wieder. Aber gut. Die Framedrops haben sich ein wenig beruhigt. Okay, die Kartoffeln kommen ein wenig später anscheinend raus als das Squash. Juckt mir direkt die Nase. Da kommt auch das erste Holz daher, sehr schön. Ah, und der Bauarbeiter baut, oh Wunder, mal wieder am Weg.
hier eine kleine Siedlung da oben. Fleischproduktion, die Grünzeug, ne? Ja, ich weiß, wir haben wenig Holz. Ah, der Gatherer wird gebaut. Sehr schön, sehr schön. Ah, ich kann nichts machen. Ich habe nur zwei Arbeiter. Es dauert halt. Es kann hier keiner fliegen. Ne? Ich will hier schon wieder einen Weg zimmern. Ne? Nicht gescheit, aber was soll's. Der eine Bauarbeiter kann sich dafür aussuchen, was er machen will. Ne? Wenig da bauen, ein wenig dort bauen. Was ihm gerade so reinpasst. Und der erste Winter bricht wieder, der zweite Winter in dem Fall bricht ein. Wir haben nicht gerade viel Essen auf Lager, ne? Die Fische, da haben wir jetzt einen, ne? Einen Fischer, einen Jäger, ja. Bringen da ein wenig was rein jetzt. Hoffe ich zumindest und ich hoffe, dass die ein wenig schneller das Feld hier abarbeiten. Sonst vergeht da nämlich die Ernte, wenn ich mich richtig erinnere. Ist eigentlich soweit alles da, muss nur mehr gebaut werden. Nur mehr unter Anführungszeichen, ne? Das ist auch unser Bauarbeiter, glaube ich, ne? Ne, ist der Jäger, okay. Werkzeuge haben auch nicht mehr viele, ne? Ah, es hilft nichts, wir haben zu wenig Leute. Es hilft alles nichts. Aber weiter nicht sehr glücklich. Ja, logischerweise sind die Leute ja nicht mehr. Wer weiß, wie glücklich, ne? Später Herbst, minus 4 Grad. Aber ich kann gerade nichts machen, ne? Essen, ja, das ist zumindest mehr als wir das letzte Mal hatten, glaube ich, obwohl hier ja wahrscheinlich noch mehr als genug Kartoffeln rumliegen, ja. Wird nicht mit den Häusern später anfangen sollen, naja. Too late, too late. Wer bist du? Ach, du bist der Jäger. Okay, okay. Wenn wir dann die Häuser upgraden auf Stein, ne, brauchen sie, glaube ich, dann weniger Feuerholz. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, der hat jetzt eh keines mehr zum Arbeiten. Wir stehen hier wieder runter auf 200. Ne. Ich glaube, das sollte genug sein. Ah ja, hier wird wieder gewerkt. Dann können wir auch einen Gatherer zuweisen, ne? Der auch sammeln anfängt. Damit wir mehr Essen haben. Ne? Ihr seht schon, da ist das Wichtigste. Wasser brauchen wir uns glücklicherweise nicht kümmern. Und natürlich Feuerholz auch, ne?
Werkzeuge und Kleidung geht langsam auch dem Ende zu. Aber ich kann noch keinen einstellen, denn wir haben immer noch zu wenig Leute. Ich würde die zwei Arbeiter hier eigentlich gern auf die Farmen ansetzen. Ne? Wenn ich ehrlich bin. Eigentlich braucht man dann 8 Farmer, ne? Naja. Wir haben auf jeden Fall wieder 10 Erwachsene, 4 Kinder, ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Aber ja, ich weiß, wir haben keine Citizen. Ja, wir bräuchten 8 Farmer, ne? Damit man da alle 4 großen Felder betreiben können. Aber wir haben aktuell einfach nicht die Leute dafür. Spul mal ein wenig vor, ne? Aktuell können wir hier nicht groß was tun, wenn man es ehrlich sagt. Das Food, das Essen ist mal wieder leer oder leerer, wobei wir definitiv mehr hatten als das letzte Mal im letzten Winter. Sollte man ein bisschen länger auskommen. Rein theoretisch zumindest. Irgendwo kam da gerade ein kühler Luftzug daher. Es wäre gut, wenn ein paar Kinder erwachsen werden würden. Ne? Müssen nicht gleich alle 4 sein, aber 2 mehr könnten wir schon brauchen. Ne? Sagen Steine mäßig 65er Steine haben wir ganz gut eigentlich. Holz wird ja gerade hier auch abgeholzt, ne? Abgebaut. 47 Essen, ja. Wenigstens haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr. Und es hat noch keiner gehungert oder ist durch Hunger gestorben, ne? Muss ich mal auf Holz klopfen hier. Es wird langsam wieder mit den Baumstämmen, das heißt, wir können bald weiterbauen hier. Mal schauen, dass hier der Sammler fertig wird. Es wird. Oder es scheint zu werden, sagen wir so. Die Musik wiederholt sich natürlich regelmäßig. Ne? Ich glaube, es gibt hier 2, 3, 4 Stücke nur. Oder ich weiß, also wenige Stücke, sagen wir es so. Aber das macht nichts. Ich finde sie trotzdem sehr cool, sehr zum Spiel passend, ne? Spannend, ruhig. So wie es sein soll. Unser Gatoras hat es fertig. Könnte man auch 4 zuweisen. Aber wir brauchen eigentlich die Farmer. Ne?
Naja, hier werden fleißig die Bäume abgerissen. Dann können wir hier mal weiterbauen. Mal schauen, essensmäßig. Ja, das Essen ist leer, es ist später Winter. Aber noch hungert niemand, ne? Wir haben zwar gleich nichts mehr dann zum Ansehen und kein Werkzeug mehr, aber gut. Bekanntlich können wir nicht alles haben, ne? Werden gleich noch einen Farmer, denke ich, zuweisen. Gesundheit natürlich auch sehr schlecht jetzt bei den Leuten, ne? Da wäre dann der Herbalist interessant. Ich glaube nämlich, der hat dann einfache Unterstützung für die Leute, ne? Einfache Medizin, sagen wir es so. Was natürlich kein Nachteil wäre, ne? So, unsere vier Farmer haben sich auf die vier Felder ausgebreitet. Sieben Essen haben wir aktuell, sieben Fische, ja. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Arbeiter. Unbedingt. Mal einen Farmer mehr zu, ne? Dann können wir dann abziehen für das Tierding hier oben, wobei ich noch nicht weiß, ob wir da wen zuweisen können, ne? Wird sich gleich dann herausstellen. Das können wir auch mal fertig bauen lassen, auch wenn wir es gerade nicht brauchen. Stehen wir feuerholzmäßig ganz gut hier da, ne? Könnte schlimmer sein. Okay, muss noch mehr gebaut werden. Hi Tom. Hier müsste noch mehr gebaut werden. Upsa. Und vielen Dank für den St. Patrick's Day. Ich muss eben mal ein wenig meine Gesichtsfarbe ändern, ne? Atropics ist neu im Team. Ah, alles klar. Ja, ich muss sowieso mal alle durcharbeiten, die in unserer Teamliste sind und dabei jeden mal Follow drucken, ne? Damit ich mir jeden Stream mal ein wenig reinschauen kann. Nächste Woche habe ich zum Zuschauen, ja, eh mehr Zeit, sagen wir mal so. Zum selber Streamen dafür halt keine, ne? Leider. Außer vielleicht Freitag und Montag. Werden wir noch sehen. Okay, alles. Nicht alle Streamer, ja, macht ja nichts. Es wächst, ja, das ist mir aufgefallen. Es wird langsam mehr, ne? Da schaut wer zu, da schaut wer zu. Ist ja schön zu verfolgen, ne? Wenn mehr Leute werden. Ja, ich vergesse, dass ich hier bei dem Spiel nicht rausdrücken kann. Ohne dass es auf Pause geht, ne?
So, weiter geht's. Genau, macht Spaß, ja. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass wir zu wenig Farmer haben, aber schauen wir einfach mal. Und vielen Dank für das Elixier. Hat man da gerade zweimal die Benachrichtigung, ne? Lass mal eben nochmal abspielen. Das war Streamlabs, ne? Oh, ich glaube, das andere war von Alettest übereinander. Ja, das andere muss von Bodrick sein, glaube ich, ja. Dabei dachte ich, ich hätte nur die Mana auf Bodrick konfiguriert. Naja. Was soll's, ne? Stört ja keinen. Haben auch den Bodrick-Spam schon, ne? Die Musik stimmt heute nicht, ne? Jupp, Bodrick ist auf jeden Fall cooler mit der Animation. Mal schauen, vielleicht deaktiviere ich das von Streamlabs. Okay, es werden zumindest alle vier Felder bestellt. Unser Tier-Ding wird auch fertig. Genau, er zeigt die GIFs an. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Ja. So. Wie erwartet, haben wir noch keine Tiere. Also brauchen wir auch keinen Zuweisen. Es gibt Custom Spells. Ach ja, ich glaube, die Custom Spells habe ich schon mal gesehen. Dafür sollte ich aber grafikmäßig was können. Kann ich nicht. Wäre vielleicht mal irgendwann zu machen. So, den Bau können wir auch fortsetzen. Naja, cool, Mana und Elixir-Spells kann man customizen. Cool, cool. Brauchst du ein bisschen GIF, ja. Setzt voraus, dass man jemanden hat, der das machen kann. Ne? Meine Grafiken schauen immer, naja, funktionell aus, sagen wir es mal so. Mal schauen. Du bist ja auch schon länger in dem Business, ne? Kein Wunder, dass du das geschafft hast. Vielleicht für dich als Info, ich habe es vorher am Anfang mal erwähnt, nächste Woche bei mir ganz, ganz schlecht streamingmäßig, aber kann ich gerade nichts dagegen machen. Ne? Ich bin nicht im Haus die nächsten paar Tage, also ab Montag. Dafür gibt es vielleicht Montag und Freitag einen Stream aus dem Auto, wenn ich am Sonntag das Setup zum Laufen bringe. Ne? Wäre vielleicht auch meine neue Art an Content. Außer ich mache vielleicht unter der Woche so Coding-Streams, ne? Live-Coden mit Heidi. Ich bastle nämlich in meiner Freizeit aktuell an einer kleinen App. Also nichts mit Robo oder irgendwas, sondern was komplett Eigenes, die mir so eingefallen ist in letzter Zeit.